Skin heute. Wir basteln wieder einen neuen Skin und zwar Donald Trump. Ihr kennt ihn vielleicht aus ein, zwei Videos. Und würde ich mal sagen, in den Editor rein und basteln wir uns sehr einfach. Gehen wir natürlich mit einem No-Skin. Da gehen wir erstmal auf unseren Körper rauf. Basis, da nehmen wir am besten hier das dritte, das bullige. Hautfarbe ist natürlich bei Donald Trump das stechende Gelb, ne? Dieses zu viele Make-up. Das machen wir einfach mal auf unseren Skin auch schon mal rauf. Dann geht es weiter zu den Frisuren. Bei den Frisuren scrollen wir einfach mal komplett bis nach unten. Da gibt es solche gegelten Haare, zurückgekämmt heißt das Ganze. Die wollen wir natürlich noch ein bisschen färben. Donald Trump ist ja blond. Da müssen wir mal gucken, was uns da so am besten gefällt. Ich finde irgendwie so die dritte Farbe von oben, die passt eigentlich relativ gut für unseren Donald Trump. Dann geht es weiter auf die Augen. Donald Trump, den machen wir so einen scharfäugigen Blick. Natürlich hier mit so ein paar schweren Augenlieren, ne, so unten, ne, dass er, sage ich mal, 3 Tage schon wach ist oder 3 Tage gefeiert hat als Präsident. So, Augenfarbe natürlich schwarz, wie ihr kennt's. Und dann gehen wir auf den Mund. Was machen wir? Ich würde mal sagen, Mund machen wir so einen schönen dummen Mund. Ne, so, dass er immer noch Sabber hat. Ne, also die können wir einfach mal hier ein bisschen verpassen. Und dann machen wir natürlich auch den Mund wieder schwarz, hebt das Ganze so ein bisschen hervor. Dann geht's weiter, Gesichtsbehaarung, ja, ist egal, Arme auch egal, Beine auch egal, bei der Größe können wir vielleicht noch ein bisschen spielen, ich würde ja sagen, Arme natürlich dick, wie beim Steve, groß, ja, wie groß ist Donald Trump, wir könnten da gar nicht ganz groß machen, Mittel, ein bisschen klein und ganz klein, das ist so Spielerei, ich mache ihn einfach mal auf Standard. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Körper fertig. So, weiter geht's mit dem Stil. Stil ganz einfach. Wir gehen mal auf Oberteile. Donald Trump ist ja immer im Anzug zu sehen. Da müssen wir mal ein bisschen hier umher gucken. Es gibt verschiedene Varianten vom Anzügen, was man hier nehmen kann. Ich würde euch einfach mal hier diese elegante Weste empfehlen mit Krawatte. Da haben wir diese typische rote Krawatte von Donald Trump. Und dann gehen wir noch auf Unterteile. Da kann man nehmen, was man möchte. Wir haben nicht wirklich Anzughosen. Da würde ich einfach mal sagen, so eine kleine Spielerei, was man da nimmt. Ich würde einfach mal sagen, nehmen wir hier die standardblauen Jeans, die passen. Dann gehen wir noch auf Oberbekleidung. Da nehmen wir noch uns eine schöne Jacke. Ne, Donald Trump ist ja meistens auch irgendwie in so einer Anzugjacke unterwegs. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, gibt es so verschiedene Variationen. Ich finde eigentlich hier diesen Kaban eigentlich am besten, so als Mantel, ne, die man so ausrüsten kann. Ist eine schöne Kombi auch mit dem Unterteil. Ne? Das hebt so die Krawatte ein bisschen hervor. Dann geht's weiter, Kopfbedeckung ist immer egal, Handschuhe auch egal, Schuhe, da können wir nochmal gucken. So richtig so Anzugsschuhe haben wir nicht, ich würde euch einfach mal die kostenlosen Ballerinas empfehlen, die passen eigentlich zum Outfit, ne? So schöne kleine Schuhe, die können wir ihnen anziehen, passen mit der Hose, geht also. Ja, Gesichtsgegenstände, Rückengegenstände brauchen wir alles nicht, ne? Das kann man sich anpassen, wie man möchte. Schwuppdiwupp haben wir Donald Trump uns gebastelt, nun kann man seine eigene Welt regieren, Präsident sein für ein paar Monate noch, ne, bevor denn der nächste Präsident auf dem Thron sitzt. Wer weiß, wer es wird. Wir sind natürlich wie immer gespannt, auch wenn wir, sage ich mal, nicht wirklich teilnehmen können an der Wahl. Ist ja egal. Jedenfalls, wir haben Donald Trump in Minecraft. Ganz einfach selbst im Basteln. Tja, ich hoffe, dir hat dieses Bau-Tutorial wie immer gefallen. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich mit diesem Skin und ja, dann hören wir oder sehen uns zur neuen Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.